Also Vorbereitung ist natürlich immer wichtig, ganz besonders bei Oldtimer-Veranstaltungen. Du musst einfach dir bewusst sein, dass du ein wertvolles Gerät in den Händen hast und dementsprechend vorsichtig umgehen. Und ich bereite mich vor, indem ich mich hauptsächlich um mein Auto kümmere und um meinen Beifahrer, der das System versteht. Denn bei Oldtimer Rallyes gibt es ja sehr viele so Gleichmäßigkeitsprüfungen. Und das ist sehr, sehr schwierig. Für mich wird das immer ein Rätsel bleiben. Aber nachdem man ja sagt, im Rallye-Auto das Gehirn sitzt rechts, ist es genau beim Oldtimer-Fahren ganz wichtig, den richtigen Beifahrer zu wählen. Im Vorfeld der Rallye gibt es die Unterlagen, das heißt das Bordbuch. Und man muss vor allem schauen, ob der Wegstreckenmesser exakt geht. Da gibt es bei der Oldtimer Rallye eine sogenannte Messstrecke, wo du deinen Wegstreckenmesser genau eichen kannst. Und das sind so die wichtigsten Dinge in der Vorbereitung. Natürlich, dass ich mir sicher bin, dass ich am nächsten Tag beim Start genug Benzin im Auto habe, dass ich weiß, das Öl ist nachgeschaut bei so einem alten Auto. Also das sind mehr oder weniger immer Dinge, die auf das Auto bezogen sind. Als Person, als Fahrer selber gibt es da keine spezielle Vorbereitung. Es ist immer gut, wenn ich eine gute Landkarte dabei habe, wo ich die Gesamtübersicht habe und mich wieder orientieren kann, wo bin ich, wo kann ich vielleicht wieder irgendwo die Rallye-Strecke aufnehmen. Denn das gibt eine andere Übersicht, wo ich mich bewege. Was man nicht vergessen sollte bei einer Oldtimer-Rallye ist, es gibt bei diesen alten Autos oft natürlich Lüftungen, die nicht hundertprozentig funktionieren. Und wenn es regnet, hat man natürlich schon ein Problem, dass meistens die Scheiben anlaufen. Dementsprechend sollte man auch vorher das Auto präparieren. Wenn einmal der Scheibenwischer ausfällt, was bei alten Autos doch immer wieder mal passiert, kann man dann bei Regen auch ohne Scheibenwischer fahren. Innen kann man die Scheibe präparieren, dass sie nicht immer anläuft. Ansonsten muss ich sagen, sollte man im Vorfeld in Ruhe alles machen können, dass nicht vor dem Start dann eine Hektik aufkommt.